Was für ein Meisterwerk! Was mag uns der Künstler damit sagen? Vielleicht einen aggressiven Lebensweg oder... Aggression? Deutschunterricht. Ja, heute, Kinder, machen wir mal Vergewaltigung. Ich meine Textinterpretation. Jimmy fängt an. In der ersten Strophe schreibt sie von roten Blumen auf einer grünen Wiese. Das beschreibt den Kontrast zwischen Kommunismus und Kapitalismus. Und in Zeile 17 prophezeit er die Probleme des Gazastreifens. Was? Das wusste Goethe schon? Zudem kritisiert er ganz klar die Finanzpolitik von Warren, ey. Klar, jeder kann seinen eigenen Scheiß reininterpretieren. Aber hey, wenn ich 3000 Wörter schreibe, kriege ich bestimmt eine richtig gute Note. Ich interpretiere da ein bisschen Scheiß, da ein bisschen Scheiß und da ein bisschen Scheiß und ich muss es nur erklären. Dann ist es ja nicht falsch. Sondern eine 1. Aber was wollte Goethe mit dem Gedicht eigentlich sagen? Eigentlich habe ich es geschrieben, um eine Rolle zu ficken. Und? Hat's geklappt? Eigentlich ist es sehr traurig, weil so werden viele schöne Texte in der Schule zerstört. Warte ich mal in einer modernen Kunstgalerie? Diese Form, diese Farbe, dieses Gefühl. Das ist ein roter Kreis auf einer weißen Wand. Na, ich weiß, aber was für eine geniale Idee. Hier, 5000 Euro. Was soll der Scheiß? Wenn ich Farbe auf dem Bild verklecker, dann ist es... Boah, aber wenn ich 5000 Euro drunter schreibe, dann... muss ich haben! Besonders toll wird es dann, wenn andere Leute mir versuchen zu erklären, wie das Bild auf mich wirkt. Nein, das wirkt auf mich nicht aggressiv und unruhig. Das ist ein roter Punkt auf einer weißen Wand. Aber warum immer über Wirkung und Sinn von einem Bild reden? Meistens ist es einfach nur Dekoration. Meine 6000 Euro Ming-Vase ist verrückt. Besonders toll sind auch diese tiefgründigen Musiker. Ey, benutzen wir ein paar gefühlvolle Wörter, weil, komm, das bedeutet bestimmt was. Und packen wir das unter das Thema Freundschaft, Liebe und Kämpf für dein Ziel. Weil das kommt immer gut an. Wenn ich Musik höre, dann höre ich gar nicht auf die Texte. What? Das ist immer die Standardreaktion. Oder Filme. Hey, 2 Stunden Pseudo-Inhalt mit Klaviermucke machen keinen guten Film. Aber du bist ja so intellektuell, weil du dich da durchgequält hast. Da gucke ich doch lieber Batman. 2,5 Stunden richtig gute Unterhaltung für jeden. Und der Film ist auch sehr tiefgründig, nur versucht er dich nicht damit zu erwürgen. Nein, ehrlich, Batman ist wirklich ein tiefgründiger Film. Interpretiert da irgendwas rein, was ihr wollt, Mika? Schreibt doch einfach ein paar Interpretationen über unsere Videos. Und was haltet ihr von dem Thema? Falls es euch gefallen hat, liked es doch und wenn ihr noch mehr Dummgeschwätze hören wollt, dann guckt euch das letzte Video an, Anime-Zeugs. Pokémon, da geht's um Pokémon und wir haben ein Video über... Andere Dummschwätze reingemacht, dumm. Ja, da labert man viel Scheiße. Und so. Ah, außerdem haben wir einen Let's Play-Kanal und einen Hauptkanal. Ich glaube, manche wissen es nicht. Und Facebook. Das haben wir auch. Schreibt uns Fragen, Themen und Brüste. Wenn ihr wollt. Schreibt uns Brüste? Ja, die kann man schreiben. Okay.